Einen wunderschönen guten Tag, hallo zusammen. Wir begrüßen euch zum Auftakt der Braunschweiger Frühjahrsmesse und hurra, hurra, der Günther ist da. Ja, freue ich mich aber. Ich habe meinen Rollator mitgebracht, also wir können ruhig 8 Kilometer rumlaufen, aber so groß ist es ja auch wieder nicht. Du meinst, du hast dein neues Fahrgeschäft dabei, ach dein ja, Speedracer, ich hab, ne? Ja, ich muss erstmal Herrn Berbeke fragen, den Platzmeister, ob ich da mit dir fahren darf. Ja, und hast eine Genehmigung gekriegt, ne? Ja, sowieso. Genau. Ihr kennt mich ja schon so lange. Ja, ihr habt ja hoffentlich die Aufbauvideos gesehen. Wenn nicht, könnt ihr das noch nachholen. Ich verlinke die nochmal im Abspann. Und ihr solltet dranbleiben, es gibt später noch was zu gewinnen. Genau. Und ja, das war's eigentlich. Viel mehr gibt es eigentlich jetzt fürs Erste gar nicht zu sagen. Wir melden uns sicher später zwischendurch nochmal wieder. Und ja. Dann können wir eigentlich loslegen. Starten wir das Intro und danach geht's los. Ich freue mich schon um den Rundgang, denn das ist der größte Rummel seit 30 Jahren, glaube ich. Ja, das habe ich auch schon öfter gesagt hier jetzt in letzter Zeit. Ja. Kommt nach Braunschweig, lohnt sich wirklich. 22 Fahrgeschäfte 100 Pro. Sind da, also inklusive Laufgeschäfte und Kinderfahrgeschäfte und Simulator und allen drum und dran. Es lohnt sich, kommt vorbei, werdet ihr ja gleich sehen, was hier so aufgefahren ist. Runde Dance Jumper von Ruitenberg Sipkemar. So, alles klar, dann nehmen wir los. Ihr bringt nochmal einen Schwung in die Kiste. Let's go. Und auf die Maschine. Come on, baby. Oh,
Gesichtskontrolle. Wie sieht's denn aus? Ja, kurze Gesichtskontrolle. Könnt ihr noch eine Runde? Alter Schwede. Wollt ihr nochmal? Klar, ne? Nochmal. Ja, immer. Ich hab nur eine zur Verfügung. Die Füße nach vorne, die Füße nach vorne. So, jetzt alle linken. Das war's. Dance Jumper von Rüthenberg Sipkema aus den Niederlanden. Jetzt geht's noch bergab. Achtung, es geht bergab. Na, Maschine kaputt, wir schlafen jetzt hier. Juhu! Letzte Kurve. Einmal für die Radscheibe, einmal für die Kreisel. Hier genau. Schaltest du die Radscheibe ein, hier die Kreisel. Genau. Das sind die Ausschalter, das sind die Taster. Die benutzt man meistens, wenn er jetzt steht, wenn du mal die Gondel rumfahren willst, da unten oder so, ja, dass die Leute besser zusteigen können. Genau. Und hier ist die ganze Beleuchtung, alles dran. Ja. Große Schrift, alles ist hier schön. Das gucken wir uns heute Abend mal an. Geschrieben, genau. Könnt ihr euch gerne anschauen. Dann genau. Haben wir hier unten noch die ganzen Scheinwerfer, mit denen wir immer die ganzen Lichtspiele machen. Genau. Hier sind die Blitzer, dann gibt es extra noch ein Automatikprogramm fürs Licht, wenn wir jetzt mal keine Zeit haben und uns zu sehr aufs Publikum konzentrieren müssen. Ja, und dann haben wir noch ein Signal und halt noch die Zeituhr, die dann zeigt, wann die Fahrt vorbei ist. Habt ihr eine feste Fahrzeit oder? Ja, die ist hier oben drin, die feste Fahrzeit. Ah, ja. Na klar, ich sag mal so, wenn wir mal ein bisschen spielen mit der Kundschaft, dann fahren wir auch mal ein paar Sekunden länger oder wie es halt gerade passt. Genau. Aber in der Regel ist das eine feste Zeit, weil das ist ja vorgegeben und deswegen, ja. Aber eine feste Zeit, oder?
alles rein, Süßen. Schluss mit uns nicht. Jetzt geht's los. Jetzt nimm auf. Jetzt nimm ab. Hey, Mary, jetzt nimm mal durch hier. Alles klar. Lass mal euch alles. Jetzt geht's vor. Hey, das sieht gut aus. Das ist super. Hey, das ist Breakdance Power. Thank you.
Bundesliga. Und der ist 38 Meter hoch und von Straube. Und mal gucken, wir gucken uns jetzt mal Braunschweig von oben an. So, Freunde, wir starten. Eins geht aufwärts. Ja, das ist der Aviator von Straube. So, ich hatte es ja eingangs gesagt, es gibt was zu gewinnen. Und zwar 3x2 Fahrchips für den Jaguar Express. Wenn ihr ein paar davon gewinnen möchtet, dann schreibt bitte eine E-Mail an aetv@mail.de mit dem Kennwort Jaguar Express Gewinnspiel. Dann habt ihr die Möglichkeit, eines von den beiden Fahrchips, also 3x2 verlosen wir, eins davon könnt ihr dann gewinnen. Ihr schreibt eine E-Mail an aetv@mail.de. Der Einsendeschluss ist am Mittwoch, der 17. Und dann am Donnerstag wird ausgelost. Und wenn ihr unter den Gewinnern seid, bekommt ihr von mir eine E-Mail und müsst mir dann eure Adresse mitteilen, damit ich euch die Fahrchips auf dem Postweg zusenden kann. Es sei denn, ihr wohnt bei mir um die Ecke, dann bringe ich sie euch persönlich vorbei. So, also mitmachen lohnt sich. Es gibt Fahrchips für den Jaguar Express. Ich drücke euch die Daumen und viel Glück. Los! Ach, da sind sie ja schon wieder. Nein, wir fahren vorwärts. So, meine Damen, meine Herren, Boys and Girls, Ladies and Gentlemen. Wir machen
und sagen, jawohl, es geht rund hier, ne? Ja, dann wollen wir mal. Ganz locker vom Hocker. Leute von heute muss man machen. So, ja, komm, halt den Kopf vom Rest. Es geht los, alle Braunschweiger, wie sieht's aus? Wollt ihr schneller? Alle, die was erst erwischen, wollt ihr schneller? Mal es war alle, wollt ihr schneller? Keine Panik, was war ja nicht alles, das war auch nicht alle. Die. So wieder. Und jetzt, Leute. Na, los, komm, scheiße. So, kurze Verschnaufpause für euch, ne? Wenn wir vorwärts fahren, fahren wir vorwärts. Mann, ist das ärgerlich. Da hilft kein Betteln und kein Flehen. Ich bin aber mit der aktuellen Reisegeschwindigkeit aber gerade ganz zufrieden. Ne? Also schneller müsste gar nicht sein. Schneller. Los, komm, schnell! Alles klar, alles ist raus, nun ist rein, nun ist rein, nun hast du die Tierenswürfe geschafft. So, anschließend normalerweise nochmal den Spiegel hier. So, jetzt fahren wir eine Runde, kommt da. Und dann haben wir hier gleich einen Freund des Kanals. Hallo. Wer bist du? Ich bin der Dirk aus Braunschweig. Der Dirk! Und ich grüße alle aus Braunschweig und Umgebung. Genau, der Dirk ist treuer Zuschauer unseres Kanals. Guckt fast jedes Video, solltet ihr auch machen. Und liken und so. Kommentieren könnt ihr auch. Und natürlich abonnieren. Ja, ganz geschmeidig. Jetzt fängt er hier an, der rosa T-Shirt hier noch neuer zu machen. Der kommt gerade aus dem Airborne. Genau. Der schreibt bestimmt gleich so. Mal vorhin auch noch gehört bis hierhin. Oh, angenehme Fahrt, ne? So, komm, hey, ich auf, wenn ich auf, wenn ich auf, wenn ich auf. Ach, geht ab, geht ab. 45 Meter hoch, da hoch. Kurz vor dem Zwölf-Schlag. 120 Uhr, 1 Uhr. Die vier,
Ja, ich solltest du mal in die Brille kurz. Ja, eine sehr angenehme Fahrt, Leute. Das ist was anderes als Infinity für mich. Jawohl! Ui. Schön! Ja. So, meine Damen und Herren, seid ihr noch alle gut drauf? Und hört euch nicht. Wollt ihr noch mal? Da kommt man dann mit den ganzen Kammer mal. Das kommt mir wieder heraus. Tolle Fahrt, macht Spaß. Dirk, hat es dir auch gefallen? Perfekt. Also, super Fahrt. Ja, Leute, kommt hierher, fahrt Konga und alles andere auch. Mein Sohn aus erster Ehe hier. Ja, er sieht ja auch wirklich sehr ähnlich. Ja, meine ich doch. Ne? Warum? Ja, also, ja. Das ist ein Eierstock. Aber muss ich den habe ich jetzt in die Wege genommen, weil er zu teuer ist. Er frisst zu viel. Ja, guck mal, pass mal auf. Aua! Das ist ganz zahm, du kannst die Zunge kraulen. Ja. Ich habe dir noch einen Schenny erzogen. Ja, gut, man sieht okay, das. Okay, danke schön.
Nachteil, die Fenster hier drin. Ja, die Fenster ist ein Nachteil. Das blendet, das spiegelt das auch. Spiegelt und beschlägt und alles. Aber was ist zu machen? Das ist vielleicht Vorschrift hier mit den Türen schließen und so. Hoffen ist wohl bald verboten. Aber thank you.
Ich sag mal, dann so los hier, ne? Wie schaffe ich mal, dann so los hier? Ein Virus ist ausgetreten. Die Situation scheint außer Kontrolle zu sein. Ich muss deswegen jetzt die Bügel verschließen und alles verriegeln. Niemand macht sich dafür jetzt mehr hinaus. Ein Systemcheck, was mich darauf hin, dass meine Schaltkreise manipuliert wurden. Soll ich fragen, warum? Wenn ihr nicht antwortet, werdet ihr alles nur noch schöner machen. Alles gut bei euch? Ja? Die anderen auch? Alles gut? Super, dann können wir weiter, ne? So, alles klar, dann starten wir mal schön los hier. Und jetzt. Thank you.
jetzt hier noch sein. Los, Herr Jürgen! Thank you.
Kopf und Schatz auf den Rocky Potato, wenn sie los hier. Hab ich was in drei Kassieren sind? Brauch ich nicht. Ja, warum geht uns? Wieder in meinem Lieblingskinderkarussell. So, mal ein bisschen entspannt fahren. Nicht so wild. So, sieh los, Freunde. Wir schaffen durch. Na klar, Freunde. Jetzt geht's los hier. Der Blutspaß beginnt. Es geht noch um zwei Drittklasse. Zuschauen, jetzt wieder dabei sein. Tickets gibt's hier vorne am Tickethaus. Ich kann es nicht mehr, jemand kennt ihr.
Ja Leute, denkt noch mal ans Gewinnspiel. Wir verlosen 3x2 Fahrchips für den Jaguar Express. Schreibt eine E-Mail an aetv@mail.de mit dem Betreff Gewinnspiel Jaguar Express. Und dann habt ihr die Chance zu gewinnen. Einsendeschluss ist Mittwoch der 17. Also kommende Woche Mittwoch. Donnerstag wird ausgelost, dann schreibe ich den Gewinnern eine E-Mail. Ihr müsst mir dann eure Adresse mitteilen und dann kommen die Fahrchips im Briefumschlag auf dem Postweg. Genau, ich drücke die Daumen. Mail an aetv@mail.de. Ich blende es auch nochmal ein unten. Und dann habt ihr die Chance zu gewinnen.
sind wir ja schon fast wieder am Ende. Das war's aus Braunschweig. Günther, wie war's? Sehr interessant. Gute Geschäfte da. Schöne, komfortable Fahrgeschäfte. Auf jeden Fall, ne? Ja, also ich wundere mich auch, wie die den Platz so gestaltet haben, dass sie überhaupt so viel Platz haben, der untergekriegt. Du hattest ja Angst, ne? Ja. Aber für den Wohnwagen haben sie keinen Platz mehr. Na doch, also, die haben sie auch noch untergekriegt. Naja, klar, kennt aber ich schon. Aber muss sagen, großes Lob an Frank Berwecke, ne? Jawohl, der hat ja die meiste Arbeit gehabt, die Verträge zu machen. Erstmal die Organisation mit den Leuten, wo die alle herkommen. Na, die hatten hier auch ganz schön ihr Tun. Beim Einweisen, also das war teilweise sehr, sehr, sehr hektisch. Ja, du hast das ja gefilmt, ja. Das Aufbauvideo, ne? Ja, ich habe aber auch andere, die Kamera lief ja nicht immer, ich habe auch andere Sachen so mitgekriegt. Ja. Also viele sind auch ein bisschen ungeduldig, muss ich sagen. Ja, ne? Die hatten auch viele eine lange Anreise. Ja, genau, das ist für die natürlich weg. Auch Stress, ne? Dann kamen sie alle gleichzeitig, ne, am Dienstag. Und ja, und dann ist das natürlich erstmal ein bisschen turbulent und hektisch, ne? Bis alle eingewiesen sind. Und also, wir sitzen ja hier im Biergarten, die haben zwei so schöne Biergärten aufgebaut, die sind richtig gemütlich. Also schöne Biergarten, ja. Nach ewigen Jahren mal wieder eine Verlosung. Ne? Ja, da habe ich auch geschaut. Dann Top-Fahrgeschäfte wie Conga, Robotics, ja. Wie Airborne, ne? Der Breakdancer ist wieder da und der, ja, der hat gewechselt, der Beachjumper, genau, ja, die haben getauscht, der, ja. Schwiegersohn, der macht Schwiegersohn. Jetzt den Breakdancer, ja. Und ja, Camillo Francelius, Francelius, ich spreche das immer falsch aus. Genau. Ja, macht jetzt den wie heißt er, Butterfly, genau, ja. Ne, wo ich vorhin drin gefahren bin und mich erstmal ausgeruht habe. Ausgeruht, ach so, ja, beim Fahren. Im Butterfly, ja, ja. Ah ja, ja, ja. Das ist, das ja, ist ja ein Kinderkarussell. Das also ist ja ungefähr. Ne. Aber schön, ich fahre das gerne. Ja, muss ich sagen, Jahr ist entspannt. Ich, ja, ja. Letztes Jahr bin ich auch mitgefahren. Ja, wo deine Mützenschwan gemacht hat, ne? Ja, die ist schon. Jetzt das Mikro, wenn es eben geknallt hat, das Mikro ist gerade umgefallen. Ja, der hat doch gar nichts getrunken. Nee. Ja, der Tisch wackelt ein bisschen. Wir beide trinken jetzt noch ein Feierabendbier. Was hältst du denn? Ja, das ist eine gute Idee, das machen wir jetzt. Noch, ne? Ja. Und dann anschließend fahren wir noch eine Runde Airborne. Oh nee. Na. Guck mir das nicht an. Nee, ich glaube, ich fahre auch nicht mehr. Ich bin fünfmal, glaube ich, gefahren. Ja, ja. Und Airborne muss man auch am Tag fahren. Ja, das soll um die schöne sein. Aussicht zu genießen. Du guckst ja nur in den schwarzen Himmel jetzt. Ne? Vielleicht mache ich nochmal ein On-Ride, wenn ich die Tage nochmal hier bin davon. Ne? Fahr ich noch also mal. Auf jeden Fall lohnt es sich herzukommen. Ja. Liebe Firmenfreunde. Ja. Also, und Tipp. Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, unbedingt, weil sind keine Parkplätze vorhanden hier. Und am Tage, die von auswärts kommen, Hannover oder was weiß ich woher, die am Bahnhof ankommen, geht da raus, die Linie 1, die Straßenbahn, die fährt direkt zum Schützenplatz und Festplatz. Genau, und dann braucht er nur über die Straße und dann seid ihr schon auf dem Platz. Genau. Ne? Ist so ähnlich wie in München auf der Wiesn, ihr geht die Rolltreppe hoch und seid schon auf dem Platz. Aha. So ähnlich ist das hier auch. In Hamburg ist auch so, kommst du zur U-Bahn, bist du schon am Riesenrad. Schon auf dem Platz. Und in Bremen ist es noch besser, gehst du auf den Bahnhof und ja, da fahre ich ja so gerne dahin, da brauche ich nicht so viel laufen. Aber hier mit der Straßenbahn auch sehr komfortabel, da braucht man kein Auto, das ist nur Stress. Und lasst das Auto, vor allem könnt ihr auch ein Bierchen trinken. Dann. Ansonsten abonniert noch fleißig den Kanal, lohnt sich immer wieder reinzugucken. Ne? LKA, liken, kommentieren, abonnieren. So sieht das aus, jawohl. Und ja. Dann würde ich sagen, wir. Ach so. Ja, nächster Platz ist dann Wolfsburg. Ja. Ne? Ob Günther dabei ist, wissen wir noch nicht. Weiß ich noch nicht, ob ich im Krankenhaus dann bin oder in Korea, keine Ahnung. Genau. Ne? Müssen wir sehen. Also ich bin auf jeden Fall in Wolfsburg am ersten Tag, am 3. Mai. Vorher weiß ich noch nicht. Mhm. Ich glaube, ich muss mir erstmal eine schöpferische Pause. Ich bin jetzt 6 Tage hier rumgerannt. Meine Füße tun weh und brauche erstmal Urlaub. Aber vielleicht noch was Kleines, mal gucken. Aber eigentlich wollte ich jetzt bis Wolfsburg erstmal Pause machen. Alles klar. Jetzt ihr habt ja genug zu gucken auf dem Kanal. Ja. Ne? Ich sage jetzt auch tschüss. Und wir sind jetzt raus und Prost, wir holen uns jetzt ein Bier. Bestelle ich jetzt. Genau. Ciao, macht's gut. Ja.